damit die Schlange hier tatsächlich mal ein bisschen weniger wird. So. Ganz schön gut bestückt, unser gutes Stück hier. Ganz schön gut bestückt. Aber es geht voran. Wir kommen voran, Stück für Stück. Wir sind immer noch ein Sterne. Ein Sterne-Krankenhaus. Wir haben nicht zu viele Krankenpfleger, ganz bestimmt nicht. Was für ein Gewusel. An alle mittellosen Patienten, Sie sind hiermit entlassen. Oh, der war ja gemein. Der war ja gemein. Eine neue Krankheit. Neue Krankheit, Mimenkrise entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, Mimenkrise. Eine psychiatrische Erkrankung, durch die der Betroffene Objekte wahrnimmt, die real nicht existieren. In der Regel Kästen, in denen er gefangen ist. Einige Wissenschaftler spekulieren, dass der Kasten womöglich simultan existiert und nicht existiert. Was zum bekannten Gedankenexperiment Schrödingers Pantomime führte. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hierher schicken, Psychiatrie. Als wenn unsere Psychiatrie nicht schon genug zu tun hat. Also wirklich. Ach je, da wird jetzt gleich mal wieder richtig was losgehen. Wenn ich jetzt den Umtöpfer upgrade, ne? Könnte meinen Hintern drauf verwetten, jetzt kommen nachher wieder Patienten für die Umtöpferei. Ach, das können wir hier kaufen für 30.000 und dann... Ah, okay. Das wahrscheinlich auch, ne? 40.000. So, Zirkustherapie benötigt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, Narzissmus. Vor allem mit RR. Eine Persönlichkeitsstörung, die wahnwitzige Aktionen und allgemeines Herumalbern hervorruft. Entlaufene Clowns muss der Humor restlos ausgetrieben werden, um Rückfälle zu vermeiden. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür wird das folgende Zimmer benötigt. Zirkustherapie. Wir bitten ihn zu warten. Da ist der erste schon, glaube ich. Alter, Daus, jetzt geilert los hier. Da haben wir ja keinen... Ah doch, da haben wir den Eingang von da, ne? Gut, Zirkustherapie brauchen wir jetzt. Das Zimmer muss 4x4 groß sein. 3, 4. Perfekt. Den Eingang machen wir hier hin. Alter, Daus. Kein Wunder. Also, naja. Prestigestufe 2 sind wir. 3 sollten wir tatsächlich erreichen können. Prestigestufe 3 erledigt. Damit ist das Zimmer fertig. Und was muss da rein? Krankenpfleger. Davon haben wir genügend hier rumlaufen. Also... Zum Beispiel du hier, du kannst jetzt mal hier rein. Bist du einer? Ja. Wir brauchen da aber noch ein, zwei Bänke davor. So. Damit können wir jetzt wieder starten. Ja, unser Geld ist schon ganz schön geschrumpelt.
Alex Pollert, leitende Ärztin, wir können hier so viel erreichen. Ein paar Pflanzen platzieren, ein nettes Bild aufhängen oder etwas Kunst. Wir können vielleicht sogar das Erbrochene aufwischen. Herausforderung, Krankenhausattraktivität von 70%. Ja. Sehr gut, ihr habt den Wunsch von Alex erfolgreich erfüllt. Belohnung. Sehr schön. Also bis jetzt sind wir darum drumherum gekommen, neue Gebäude zu benötigen. Oh je, da ist einer am gebrochenen Herzen. Das hat nicht funktioniert. Ei. Unsere Bürgermeisterin Tabitha. Ach ja. Besuch unserer örtlichen Krankenhäuser zugebracht. Was hat er denn jetzt für ein Problem da? Er muss Pipi. Keine Energie mehr. Ja, wenn du keine Energie mehr hast, mein Bester, dann geh doch mal hier. Und du gehst mal hier schuften, mein Freund. Weil so geht das ja nicht weiter. Da kann ja nicht immer nur einer schuften, ne? Wieso sind die überhaupt alle hier drinne? Da wird gerade das Upgrade gemacht. Die müssen leider warten so lange. An Empfang sitzt auch keiner. Aber weil der mal Pipi macht, alles klar. Spieler werden gebeten, ausreichend zu trinken. Ja, mittlerweile wird die Schlange hier länger, ne? Mein Bester. Wo sind denn hier unsere Assistenten? Achso, okay. Wir warten ab. Arzt des Jahres. Okay. Krankenpfleger des Jahres, die Medaille haben wir. Aufsteigender Stern, jawohl. Arbeitgeber, jawohl. Keines Todesfälle sollten wir auch bekommen, genau. Bestes Lehrkrankenhaus, weiß ich nicht. Jawohl. Patientenpreis sollten wir eigentlich auch. Oh nein. Und? Okay. Eine Auszeichnung fehlt uns. Das finde ich aber schon gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hey, sag mal, wo ist denn der Typ hin? Warte mal, wo ist mein Personal hin? Personal. Ach, jetzt arbeitet er wieder. Okay. Wollte schon sagen. Jetzt arbeitet der wieder. Ja, da ist doch eine Toilette. Du weißt doch, wo die ist, oder nicht? Also bis jetzt sieht es recht gut aus. Wir haben schon wieder 113.000 Dollar. Wir können das ja hier mal beobachten. Oh Gott. Bitte räumen Sie hinter sich und anderen auf. Endlich wieder normal, sehr schön. So. Ja, unsere Ärzte haben tatsächlich ein bisschen zu tun hier. Wir haben einen Profit von 69.000 Dollar gemacht. Das ist echt genial. Wir brauchen noch einen Assistenten. Du kannst mal dahin gehen. Ja, so langsam werden unsere Psychiater ja fertig hier, ne? Auch wenn diese Gespräche beim Psychiater ja schon länger dauern, Das Personal wird zurück zur Arbeit gebeten. Kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden, Nachwuchshausmeister. Okay. Geschätzter Krankenhausleiter, 1-Sterne-Krankenhaus, Glückwunsch. Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 1 Stern bewertet. Du hast langsam den Dreh raus, wie ich sehe, und zeigst, dass du Mitarbeiter auch intern fördern kannst. Das ist ja schrecklich vielversprechend, also viel mehr schrecklich. Bleibe noch ein Weilchen, um die unerfahrene Belegschaft weiter zu fördern, oder mach dich auf in neue Gefilde im frostigen Norden. Mit wohlriechenden Grüßen, Tarquin Foxbridge, Gesundheitsminister. Okay. Wir wollen jetzt noch nicht weitermachen, sondern wir bleiben hier noch eine Weile hängen. Ein Arzt zur Topferei, bitte. Ein Arzt zur Topferei. Du bist ein Arzt. Du gehst jetzt hier. Du bist doch ein Arzt, oder? Ja. Du bist sogar Chefarzt, siehst du. Wir können ja mal schauen. Wir haben 4 verfügbare Teilnehmer. Hier, Ellie. Verfügbare Kurse, die sollen mal ein bisschen... Kundenbetreuung, verleiht fortgeschrittene Aufnahme- und Verkaufskompetenz. Das soll die jetzt mal machen. Und verfügbarer Ausbilder ist die junge Dame. Kurs starten. So. Jetzt haben wir wieder einen in Ausbildung geschickt. Das ist gut. Das hat zwar ein bisschen Geld gekostet, gibt aber auf Sicht, holt das wieder richtig viel rein.
Ja, auf der Karte sehen wir schon, zwei neue Objekte haben wir schon wieder frei. Also ich sehe in unserem Pausenraum sehr viele junge Leute, die da wahrscheinlich nichts zu tun haben. Ein neuer Brief ist gekommen. Reporterbesuch. Sally Fick Blanket, Reporterin für Radio 2Point, hat angefragt, ob es hier irgendwas Interessantes zu berichten gäbe. Das ist eine gute Gelegenheit, die Presse ins Krankenhaus zu locken. Und wer weiß, vielleicht findet sie ja tatsächlich etwas, was es in die Nachrichten schaffen könnte. Sollte das Krankenhaus sie beeindrucken, wäre das sicher gut für unseren Ruf. Was meinst du? Jawohl. Und hier haben wir an einem besonderen regnerischen Sonntag ausgestrahlter Werbefilm der Orbi-Stiftung verwirrte weite Teile der Bevölkerung, wodurch es zu einem vermehrten Auftreten psychischer Störungen kam. Eine Gruppe von Betroffenen hofft auf Behandlung. Sollten wir diese Patienten erfolgreich behandeln, winkt uns eine Belohnung. Jawohl, wir nehmen sie auf. Jetzt kommen da schon die Zähler. Jetzt werden die Zähler in Gang gesetzt. Und jetzt muss ausgerechnet, jetzt muss der auf Toilette gehen. Dann lassen wir die Reporterin von 2Point mal ihre Arbeit machen. Oh, da hat es nicht funktioniert. Was ich mal gucken wollte, ist, dass man ja hier... Ne. Wo war denn das? Objekte? Irgendwo war das gewesen, dass ich da was ändern kann. Und wieder ein neuer Tag in 2Point County, an dem Studenten der Mitten-Universität für angewandte Medizin auf lebende, atmende Patienten losgelassen werden, um ihr Wissen in der Praxis zu testen. All diese angehenden Ärzte möchte ich hiermit daran erinnern, dass das Wiederankleben bei Köpfen versehentlich enthaupteter Patienten-Dummies zwar sehr gut funktioniert, im wirklichen Leben aber gewisse Probleme mit sich bringt. In Tumble verirrt man sich fast so leicht, wie man plötzlich auf dem Boden liegt. Deswegen empfehlen die Behörden nur erfahrenen Kletter- und Wanderfreunden, diese wunderschöne Region von 2Point County aufzusuchen. Oder eben alternativ Menschen mit einer guten Versicherung. Der Rest von uns muss sich mit Postkarten begnügen. Also ich denke, sind das Beispiel freigeschaltet, erstelle Krankenhäuser mit eigenen Einstellungen. Du kannst über das Hauptmenü und so weiter und so fort. Okay. Ich würde gerne hier bleiben, aber wir haben hier bestimmt irgendwas schon hier. Installiere Upgrades an 5 Maschinen. Das haben wir gemacht. Wir können 100k. Wow. Wir können nämlich hier noch mal ein bisschen. Genau, das ist nämlich das, was ich gesucht habe, noch Geld kriegen. Und wir können diese komischen Kudosch oder wie die Dinger heißen. Nee, da nicht. Wo kann man die hier ausgeben? Neue Objekte freischalten. Okay. Wir gehen mal hier wieder rauf. Wir sind immer noch bei einem Stern. Das ist ein Kudosch. Es ist möglich, dass nur Sie mich gerade hören. Hallo! Kaktus können wir...
Ja, mehr ist nicht drin. Wir haben nur noch 5 Kudosch, aber nun gut. Max Berg, Assistenzarzt, kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden. Jawohl, das machen wir. Sehr gut, sehr gut. Ja, unsere Ärzte haben richtig viel zu tun. Aber es scheint zu laufen. Das scheint alles zu laufen. Wer ist denn da jetzt gerade angetrabt? Ja. Unsere beiden Arztpraxen und unsere beiden Psychologenpraxen haben richtig viel zu tun. Ich hoffe, dass das irgendwann mal besser wird. Irgendwann. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Natürlich. Du bist Chefarzt. So, ein Päuschen. Wir müssen das mal Post lesen. Eine unserer Patientinnen, Gwendolyn Pong, hat all unsere Diagnosezimmer abgeklappert. Wir sind mit der Diagnose aber nur zu 60% sicher. Wir werden behandeln auf die Gefahr hin, dass es nicht klappt. Jessica Derb kann jetzt den nächsten Rang befördert werden. Von Assistenzärztin zur Ärztin. Dann haben wir jetzt wieder eine Assistenzärztin zu wenig. Und Ned Bronze möchte der braucht eine Weiterbildung. Warte mal ganz kurz, das nehmen wir an. Ist denn hier die Weiterbildung schon fertig? Ja. Dann werden wir den guten Ned Bronze, wo ist er denn? Da. Mal weiterbilden. Der hat Diagnostik und so weiter. Verfügbare. Der kriegt jetzt mal ein Ausdauertraining reingehämmert. Und die Ausbildung macht. Das kann jeder von denen machen, das ist ja auch geil. Ich würde sagen, unser Hausmeister macht das. Kurs starten. Denn den brauchen wir am wenigsten momentan, hoffe ich. So, neue Krankheit. Lykanthropie entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, Lykanthropie. Lykanthropie wurde einst für ausgerottet gehalten, tritt nun aber wieder in verschiedenen gefährlichen Wäldern im ganzen Land auf. Die Krankheit wird durch direkte Bestrahlung von Vollmondlicht ausgelöst. Natürlich. Natürlich. Oder womöglich über Türklinken. Forscher sind sich darüber noch uneinig. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hierhin schicken, Apotheke. Davon haben wir 2, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut.